An der neuen Strategie lag das kaum Punkt, da Grundzüge der Vision 2020 plus via Manager Magazin schon vor 6 Wochen an die Öffentlichkeit gelangt waren, hatte der Aktienmarkt den erneuten Umbau schon eingepreist und hakte dieses Thema heute lediglich ab. Sowieso sollen sich die positiven Wirkungen wie jeweils 2 Prozentpunkte mehr Wachstum und höhere Margen erst mittel- bis langfristig entfalten. Und wer weiß, vielleicht notieren langfristig sogar alle Geschäfte separat an der Börse, sodass es nicht einmal mehr eine Holding braucht. Die Frage ist, wer oder was dann überhaupt noch Siemens ist. Punkt. Der nun angekündigte neue Umbau geht noch deutlich weiter. Insgesamt wird es, so Kiesers Worte, künftig 6 Siemens-Unternehmen geben. Punkt. Neben den 3 mehrheitlich gehaltenen Beibooten strategische Unternehmen, sind dies die 3 operativen Unternehmen Digital Industries für Industrie- und Prozessautomatisierung mit Sitz in Nürnberg, Smart Infrastructure für Gebäudetechnik und Energieverteilung mit Sitz in Zug in der Schweiz und Energie mit Sitz im texanischen Houston. Statt die durch die Ausgliederungen der Beibote überflüssigen Stellen in der Zentrale selbst abzubauen, will Kieser tausende Jobs in die operativen Geschäfte verlagern. Weitere Ausgliederungen sind derzeit zwar nicht avisiert, werden mittelfristig aber auch nicht ausgeschlossen.